ich hier im Glas habe, das ist ein ganz besonderer Whisky. Ganz besonders nicht wegen seiner Herkunft, denn die Destillerie, aus der er stammt, die kennt man. Das ist der Bolvenie in der Speyside, eine Brennerei von William Grant & Sons. Denen gehört zum Beispiel auch Glenfiddich, die größte Single Malt Scotch Marke der Welt mittlerweile. The Bolvenie 16-Year-Old French Oak, wenn man die Flasche so sieht, weiß man eigentlich auch noch nicht, was das wirklich Besondere dran ist, denn in französischen Eichenfässern, da wird gerne mal ein Whisky gefinisht, nur meistens sind das Rotweinfässer. In dem Fall ist es aber was anderes, da steht ganz klein drunter, es sind Pinot Casks. Und Pinot, das ist ein französischer Aperitif, der zum einen Teil hergestellt wird aus unvergorenem roten Traubenmost und zum anderen Teil aus Eau de Vie de Cognac. Und diese Fässer, in denen er gelagert wurde, die geben dem Whisky eine ganz besondere Note, die Sie sofort in der Nase erkennen werden. Dort ist der Whisky extrem floral. Sie haben wirklich das Gefühl, Sie riechen das so in ein Geranienfeld rein oder irgendwas in dieser Art und Weise. Und auch grasige Noten finden Sie und darunter liegend immer eine sehr schöne Süße, mehr Süße, als man sich eigentlich von einem French Oak Fass erwarten würde. Das Ganze am Gaumen ist dann wieder ein bisschen eine andere Sache. Hier ist zwar diese Süße noch vorhanden und die ist jetzt so ein bisschen mehr nach Zuckerguss, kandierten Früchten oder irgendwas, aber drüber legt sich etwas Spritziges wie Zitrone. In den Tastings Notes, in den Originalen wird auch eine Grapefruit erwähnt, die finde ich auch, allerdings eher im Hintergrund. Und so balanciert sich das ganz eigenartig aus zu einer wunderschönen, harmonischen Sache, die man so in dieser Art und Weise nicht erwartet. Das Ganze ist nicht gerade billig, wenn man es kauft. Die Flasche sieht man beim Handel so zwischen 150 und 300 Euro, also das kommt immer ganz drauf an, wo man sucht, da muss man ein bisschen herumschauen. Für einen 16-Jährigen jetzt sicher nicht unbedingt der günstigste Preis, aber es ist wie gesagt eine limitierte Auflage, abgefüllt übrigens mit 47,2%. Und aufgrund seiner beeindruckenden Komplexität, die er da drinnen bietet, mit diesen unterschiedlichen Geschmäckern, ja, kann man durchaus sagen, wenn man den am unteren Ende des Preisspektrums irgendwo findet, dann kann man zuschlagen und hat dadurch einen sehr, sehr interessanten Whisky, den man in dieser Art nicht unbedingt sonst wo findet. In diesem Sinne danke ich Ihnen wieder fürs Zusehen und wie immer, Slunch.